Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres Regionalliga-Heimspiels vom 29. Spieltag begrüßen. Das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem SC Rot-Weiß Oberhausen endete 4:2. Bevor wir zu den Stimmen der Trainer kommen, noch die Endergebnisse von den anderen Plätzen der Regionalliga West. BVB 2 gegen Düsseldorf 2:1. Weber Weg unterliegt den SC Fern 0:3 und der Bonner SC unterliegt Viktoria Köln ebenfalls 0:3. Die Spiele von gestern, heute spielten dann SC Brück gegen Westfalia Rinnern 2:0, Wattenscheid 09 schlägt Gladbach 2 ebenfalls 2:0, Rot-Weiß Essen unterliegt den SV Rödinghausen 1:2, der erste FC Köln 2 gewinnt gegen Alemannia Aachen 3:2 und der Wuppertaler SV unterliegt den TuS Nantebrück mit 0:4. Kommen wir zu den Stimmen der beiden Trainer der Mannschaften, die heute hier in Rothenburg aufeinander getroffen sind. Wir beginnen natürlich mit Gästetrainer Mike Terranova. Ich darf Sie um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, erstmal Glückwunsch an Uerdingen. Ich denke, wir haben heute ein gutes Regionalligaspiel gesehen mit sehr viel Offensivaktion. Ich denke, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind, dass wir halt dominant aufgedreht sind, viel Ballbesitz hatten. Ich denke, dass wir am Anfang auch die ersten Torchancen hatten, wo man halt vielleicht als ein oder andere machen können. Dann muss man auch ganz klar sagen, die Qualität halt auch von Uerdingen halt. Nach einem Ballverlust im Zentrum, direkt der Pass in die Tiefe, super Laufweg vom Beister. Er macht halt dann direkt das Tor. Ich denke, das hat den Uerdingen auch wieder ein bisschen Aufschwung gegeben. Ja. Gegen dann halt, ja, ich denke, dann war es halt ein Spiel, wo auf beide Tore hätte ein Tor fallen können. Und kriegen natürlich im Spielaufbau, wo es glaube ich auch ein bisschen den Platz geschuldet war, was auch wirklich auch passieren kann, weil das sind halt die Bälle, die wir halt haben wollen, verschwindet der Ball und dann muss man einfach sagen, macht der Käfig ein Traumtor, was er glaube ich nicht alle Male macht. Und so geht es dann halt mit dem 2-0 halt in der Halbzeit. Dann haben wir natürlich meinen Jungs gesagt, die waren natürlich geknickt, aber ich glaube, dass es da einfach gar keinen Grund dazu gab, weil es eigentlich für mich ein offenes Spiel war. Klar, mit ihm auch immer gefährlich, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass wir halt auch ein Tor bekommen, schießen können. Ja, gehen dann halt so auch wieder ins Spiel und kriegen natürlich dann einen Standard, der eigentlich so nicht passieren darf. Ich glaube, da lassen wir es einfach zu früh tief fallen und Schorsch braucht glaube ich nur noch den Fuß hinhalten. Ich glaube, so einfach, ja, haben wir noch nie ein Tor geschossen. Aber dann, glaube ich, haben wir trotzdem halt nicht den Kopf hängen lassen und dann machen das 3-1, 3-2 und da habe ich gedacht, vielleicht geht ja halt noch was. Klar, ist es immer die Gefahr, dass man dann halt in so einem Konter laufen oder halt durch einen guten Spielzeit von Uerdingen, das war halt auch ein Frieden, wo es auch war. Ja, und dann ist natürlich ärgerlich, dass wir dann das 4-1 nicht machen und wo wir es da halt nicht gemacht haben, war es natürlich dann auch schwer, auch für den Kopf und alles. Im Großen und Ganzen bin ich trotzdem zufrieden, weil ich glaube, dass es auf diesem Spiel mit der Art und Weise, mit der Einstellung, die sowieso bei meinem Team immer da sind, wo man darauf aufbauen können. Und ich glaube auch, dass wir in den nächsten Wochen wieder die Erfolge erzielen werden. Ne, da bin ich fest von überzeugt und wünsche dem KFC auch für die nächsten Spiele alles Gute und erfolgreiche Spiele. Danke. Vielen Dank, Mike Terranova. Dann darf ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer um seinen Kommentar bitten. Ja, mein erstmal danke für die Glückwünsche. Ich sehe viele Dinge ähnlich, wie der Kollege es angesprochen hat. Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen wie die letzten Spiele. Haben zwar mit Beister eine Riesenchance in Führung zu gehen, hätten aber auch vorher in Rückstand kommen können. Das wurde dann, nachdem wir das Tor gemacht haben, ein bisschen besser, aber immer noch nicht so, wie ich mir es vor allem gegen den Ball vorstelle. Da hatten wir auch das Problem vor unserer Viererkette, dass wir immer ins 2 gegen 3 kamen. Wir haben es dann im Anlauf ein bisschen geändert in der Halbzeit. Es wurde nachher in der zweiten Halbzeit gegen den Ball besser, weil wir nicht mehr so oft in Unterzahl kamen. Aber Oberhausen, muss man sagen, hat es auch gut gespielt. Ne, viel Steilklatsch, viel über beide Achter, wo wir keinen guten Zugriff hatten. Bei dem Schuss von Käfig habe ich eigentlich auch gerufen, nicht schießen, weil ich jetzt nicht gedacht habe, dass der Winkel einschlägt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber da habe ich ihn unterschätzt. Ich habe mich auch bei Ötzi eben schon entschuldigt dafür. Gut, nach dem 3-0 haben einige Spieler gedacht, und das war das große Problem, das Spiel ist gewonnen, und waren zu nachlässig, waren nicht mehr gut im Zweikampf, haben nur noch, was ich überhaupt nicht mag, so ein bisschen geschoben, ein bisschen gestellt, ein bisschen gesichert, keine Aggressivität mehr im Zweikampf.
Und es gibt halt keinen Knopf am Körper, wo man dann sagt, nein, alles schon jetzt mal 20 Minuten, ein bisschen ruhiger und dann fallen zwei Tore und auf einmal auch mal. Drücke ich wieder auf den Knopf und es geht wieder. Also wir haben dann zum Glück das 4-2 gemacht, sonst hätte es noch ein ganz, ganz ekliges Spiel für uns werden können. Ich bin froh, dass wir das gewonnen haben, aber auch als Fußball richtig gut gemacht, fand ich. Und es war ein gutes, offensiv geführtes Spiel, wo ich aber gegen den Ball also nicht mit allen Spielfahrern einverstanden war. Offensiv fand ich, war es okay, gegen den Ball deutlich verbesserungswürdig. Ist aber, glaube ich, zum großen Teil auch mein Fehler, weil wir im Training die Woche fast nur Ballbesitz gespielt haben und gegen den Ball das ein bisschen haben, ich will nicht sagen, schleifen lassen, aber es war nicht der Schwerpunkt und das hat man heute direkt am Spiel dann auch wieder, hat sich das wieder gespielt. Sei es drum, wir haben es zum Glück gewonnen. Damit bin ich natürlich zufrieden. Wir bleiben erstmal Tabellenführer, haben am Dienstagabend die Chance, auf 5 Punkte wegzuziehen und das wollen wir machen, um den Druck auf die Viktoria weiter hochzuhalten. Und dann sehen wir mal, was passiert. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Krämer. Gibt es Fragen an die Krämer? Na ja. Vielleicht noch ein Satz zu Özi Kefir heute. Ein Satz noch zu Ozan Kefir. Ja, er war ja an einem Tor natürlich direkt beteiligt, Tor des Monats. Wenn es einer einsetzt an die ARD, hat er, glaube ich, eine gute Chance. Wobei das für Maxi letzte Woche auch nicht so schlecht war. Vielleicht wäre er erster und zweiter dann in der Wahl. Und war natürlich auch am 4. beteiligt. Der Pfostenschuss wird ja dann für Maxi dann vollendet im Endeffekt. Also er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, fand ich. Ja. Gibt es weitere Fragen noch? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Der Vollständigkeit halber kriege ich da gerade noch die Zuschauerzahl 2829 Besucher heute in der Rotenburg. Die und ein paar mehr wollen wir gerne noch am Dienstag wiedersehen. 19:30 Anstoß gegen den FC Legberg. Und jetzt noch Zuhause. Alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und allen Kollegen noch ein schönes Restwochenende. Tschüss, sagt ihr, Karl Zürich.